Kapitel 3. Er kann nicht bleiben. Etwa eine Stunde dauerte es, bis Flamme wieder im Dorf ankam. Bedrückt lief er zwischen den beiden Dorfvorstehern, den Blick auf den Boden gerichtet. Er wollte nicht unter die Pokémon im Dorf treten. Bestimmt hatte sich die Nachricht schon verbreitet. Gleichzeitig fühlte sich das Vulpix so endlos dumm. Warum hatte er das gemacht? Er hätte doch wissen müssen, dass Kamerupt irgendwelche Pokémon schickt, um die Prüflinge zu beobachten. Die Fackeln des Dorfes erhellten den Hauptplatz. Trotz der späten Stunde waren noch viele Pokémon versammelt. Natürlich würde jeder wissen wollen, ob die Behauptungen wahr waren. Flamme war ein Sohn des größten Kriegers. Er könnte doch niemals gegen die erste Regel verstoßen, oder? Gegen seinen eigenen Willen, aus reiner Neugier, erhob das Vulpix seinen Blick und sah in die Massen. Sol stand unter ihm, eine weiße Kerze direkt vor sich stehend. Sein Blick wirkte traurig. Direkt neben ihm stand Sakit, welcher nicht auf eine Ansage Kamerupts warten wollte, sondern direkt zu den drei Pokémon trat. »Sagt mir, dass es Lügen waren!« Weder Kamerupt noch Irlia sprachen ein Wort. Sie beide blickten das Akani nur stumm an. »Es kann nicht sein! Flamme, was hast du getan? Warum bist du so? Sag mir, dass du wahnsinnig bist, oder bist du einfach dumm?« Auch Flamme sprach kein Wort. Er hatte keine Antworten, die irgendwas rechtfertigen könnten. »Lass ihn sprechen, Sakit. Flamme, du weißt hoffentlich, was du getan hast. Also erkläre dich. Und ich will die Wahrheit hören. Die reine Wahrheit.« Alle Augen waren nun auf das Vulpix gerichtet. Seine Nerven lagen blank, Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung sammelten sich in seinen Gedanken. Und trotzdem musste er seinen Irrsinn nun vor dem gesamten Dorf erklären. Aber gleichzeitig, für Lügen war jetzt auch wirklich keine Zeit mehr. Ich war anfangs ganz normal auf dem Weg der Prüfung unterwegs. Die ersten drei Spuren habe ich gefunden und ich hatte keine Probleme damit, sie zu deuten. Aber als ich dann am Wasserfall war, bei den Sträuchern, die den dritten Hinweis versteckt hatten, da habe ich in der Ferne diese Höhle gesehen. Erst wollte ich es ignorieren, die Prüfung einfach fortsetzen, aber es war, als würde sie mich rufen. Als würde dieser Ort irgendetwas von mir wollen. Als würde ich angezogen werden. Eigentlich wollte ich nach Nordosten, aber ich habe es einfach nicht geschafft. Der Drang war zu stark, deswegen bin ich zur Höhle gegangen, durch ein Labyrinth, und der Drang hat mich weitergeführt, bis ich im Zentrum ein Kristall gefunden habe. So wenig diese Erklärung auch entschuldigte. Nicht einmal dies wollte der Vater des Vulpix akzeptieren. Eine Höhle im Westen! Dort gibt es nichts als Bäume! Im Tal beim Wasserfall behauptest du! Die Wahrheit sollst du erzählen, also los! Die Wahrheit. Jetzt. Aber die Höhle gab es. Ich habe sogar den Kristall dabei. Um sich zu beweisen, zog Flamme den grünen Edelstein aus seiner Tasche. Sakit schien nicht fassen zu können, was sein Sohn nun wieder getan hatte. Für so ein Stück Glas hast du alles weggeworfen. Deine ganze Ehre, deine Glaubwürdigkeit für ein Stück Glas. Flamme, gib mir diese Scherbe. Aber der Blick des Akani schien im Zorn nahezu zu brennen. Kein Aber! Sofort! Kamerupt trat zwischen Sakit und seinen Sohn. Warte! Flamme, ich würde den Kristall gerne sehen. Folge mir in meine Hütte, dort werden wir weitersprechen. Irlia, halte dich bereit, vielleicht werde ich deinen Rat suchen. Stumm nickte das Vulona und kraftlos gab Flamme seinen Edelstein an den Dorfvorsteher ab, bevor er diesem folgte. Das Innere der Hütte des Vorstehers sah nahezu identisch aus wie das Heim von Flammes Familie. Nervös stand er im Eingang, darauf wartend, irgendeine Anweisung zu bekommen. Jedoch sagte Kamerupt erst einmal nichts. Stattdessen beäugte er interessiert das grüne Glas. Nach wenigen Momenten fiel ihm sein eigener Fehler auf. »Setze dich, Flamme!« Das Vulpix folgte der Anweisung sofort. Anstatt dass sich Kamerupt ebenfalls setzte, ein Gespräch oder wahrscheinlicher eine Schimpftirade beginnt,
zog er sich zurück. In einen anderen Raum, aus welchem laute Geräusche ertönten. Gefühlte Stunden vergingen, während Flamme stumm dasaß, wartend auf ein Urteil. Endlich erschien das große Feuer-Pokémon wieder. Jedoch bloß, um sofort die Hütte zu verlassen, ohne den Fuchs eines Blickes zu würdigen. Für einen Moment überlegte Flamme, ob er vielleicht dem Vorsteher folgen sollte, entschied sich jedoch dagegen. Zu Recht, wie er feststellte, als wenige Momente später Kamerupt wiederkehrte. Dieses Mal mit Irlia im Schlepptau. Auch das Vulnona setzte sich nun, während Kamerupt die Tür schloss, bevor er folgte. Nun denn, Flamme. Du hast uns heute einiges durchmachen lassen, vor allem deine arme Mutter. Also Irlia, er wird nicht bleiben. Die Worte trafen das Vulpix wie ein Hieb. Also tatsächlich. Er hatte völlig versagt. Ein Krieger hatte er heute werden wollen. Doch nun dürfte er nicht einmal Teil seines Dorfes bleiben. Was den Fuchs jedoch mehr schockierte als diese Worte war, dass seine Mutter kaum getroffen wirkte. Ist es soweit? Oder fiel dein Urteil doch so negativ aus? Es ist soweit, Irlia. Es ist soweit. Mit jedem Wort glaubte der junge Schüler weniger zu verstehen. Es war soweit. Ja, und was war soweit? Nun, Flamme, hör mir zu. In einer Woche wirst du aufbrechen. Richtung Westen, ins Dorf der Vulkanbewohner. Dorthin aber? Wieso dort? Was genau ist los? Bitte, ich möchte nur die Wahrheit wissen. Kurz warf Kamerupt einen Blick zu seiner Stellvertreterin, die kurz nickte und begann zu sprechen. Du wirst nicht verbannt, Flamme. Allerdings gibt es ein Geheimnis, welches ich für viele Jahre gehütet habe. Nur Kamerupt wusste Bescheid. Weißt du, es ist inzwischen fast 20 Jahre her. Ein Schatten mit dem Namen Darkrai besuchte mich hier im Dorf. Und er sagte mir, dass ein Funken Hoffnung lebe. Die Flamme würde entzündet als Licht der Hoffnung. Und ich würde meine Aufgabe verstehen, als es wenige Tage später soweit war. Nun, kurz nach dem Treffen erfuhr ich, dass ich Mutter werden würde. Und ich erkannte einen Zusammenhang. Kamerupt riss das Wort an sich, als er aus einer Schublade eine weiße Wachskerze zog. Flamme, dies wird deine Kriegerkerze sein. Jene, die ich versteckt habe, magst du nicht gefunden haben. Doch etwas Wichtigeres. Kennst du die Sagen aus den alten Zeiten? Jene, in denen der Forstgott Terrus uns ein Zeichen schickte, wenn er nicht mit der Wahl eines Vorstehers einverstanden war. Diese Zeiten sind lange vorbei. Doch was du gefunden hast, ist ein Forstkristall. Sie waren einst die Zeichen des Terrus. Sie sind seine Geschenke an von ihm Auserwählte. Du hast keine Kerze gefunden, sondern ein Beweis, dass Terrus selbst dich auserwählte. Ein Forstkristall. Irgendwann hatte Flamme diesen Begriff bereits gehört. Also war es Terrus selber gewesen, der ihn zu der Grotte rief. Er hatte nichts falsch gemacht? Gerade da in diesem Moment alles so schnell ging, wirkte es seltsam. Terrus hat mich auserwählt, aber wozu? Weshalb? Warum mich? Weshalb wusste ich nichts davon? Ich habe so viele Fragen. Betrübt blickte seine Mutter zu Boden. Ich hätte dir davon erzählen sollen. Ich kann dir selber auch nicht viel sagen. Ich wusste, dass du da soll zu großen bestimmt seid. Weshalb? Ich habe eine Ahnung, aber ich möchte nichts Falsches sagen. Du wirst es wohl bald genug erfahren. Der Punkt ist, Flamme. Du musst den Forstkristall ins Dorf am Vulkan bringen. Dort haben sie einen Schmied. Du wirst den Edelstein zum Smaragdschlüssel schmieden lassen müssen, damit er den Forstschrein öffnen kann. Diese Worte ließen den Fuchs erneut aufhorchen. Den Forstschrein? Den Ort aus den Sagen? Terrusheim, ja. So sehr es mich schmerzt, du wirst dieses Dorf wohl verlassen. Wieder übernahm Irlia das Wort. Ich würde dich so gerne hier behalten, aber dein Schicksal ist etwas Größeres. Denn vermutlich wirst du in einen anderen Weltenbaum reisen. Irgendwo hatte ich immer gehofft, ich hätte Darkreis Botschaft fehlinterpretiert.
damit ihr beide hier bleiben könnt, aber offensichtlich nicht. Auch wenn diese Frage eigentlich an dieser Stelle mehr als geklärt sein sollte, wollte Flamme für sich doch noch sicher gehen. Also, habe ich nicht versagt. Du hast die Kerze nicht gefunden, da es nicht deine Bestimmung war. Es ist irgendwie passend. Denn die Kerze wäre der Weg des Dorfes, doch du wirst ihn verlassen. Was nicht heißt, dass du kein Krieger wirst. Flamme, heute ist es spät. Morgen früh werden du und Sol beide zu Kriegern. Und nächste Woche wirst du zusammen mit Galoppa abreisen. Er liefert Ware an das Vulkandorf. Du wirst ihn begleiten. Das Vulkandorf im Westen. Soweit Flamme wusste, hatte seit Monaten niemand außer dem Lieferanten Galoppa diesen Ort besucht. Die Anspannung der Vergangenheit waren zu groß. Mehr als ein Nutzverhältnis beider Dörfer war nicht denkbar. Und nun sollte sich das junge Vulpix an diesen Ort begeben für ein derart bedeutendes Relikt, um anschließend dieses Dorf zu verlassen und mit ihm anscheinend diese Welt. Die Schwere dieser Gedanken lastete auf den Schultern des Schülers. Er war zu großem bestimmt, das hatte er inzwischen verstanden. Aber warum er? Er wollte nicht einmal besonders sein. Aber warum ich? Es gäbe so viele Pokémon, die entschlossener wären. Oder auch bessere Krieger. Warum nicht Sol? Er ist der heldenhafte und mutige von uns. Oder Vater? Er ist der beste Krieger des ganzen Dorfes. Kurz blickte Kamerupt auf die Partnerin des angesprochenen Akani, bevor er kurz den Kopf schüttelte. Ist eine Sache, die selbst langjährige Krieger nicht verstehen. Sein Kind mag der stärkste Kämpfer sein. Doch die beste Kriegerin wurde zu meiner Stellvertreterin. Ein guter Kämpfer macht nicht immer einen guten Krieger. Ein guter Kämpfer machte nicht immer einen guten Krieger. Diese Aussage machte in Flammes Augen keinen Sinn. Muss dein Krieger etwa nicht stark sein? Kamerupt hat recht. Ich bin mir sicher, du wirst das auch irgendwann verstehen, aber... Sanft blickte das Vulnone ihren Sohn an. Ich weiß, dass es alles für dich wirklich plötzlich ist. Und dass du wirklich nicht weißt, wie du damit umgehen sollst. Mach dir deswegen keine Sorgen. Es ist nur natürlich. Solange du entschlossen bleibst, wird alles gut, da bin ich mir sicher. Und noch bleibt dir wenigstens eine Woche hier. Versuche es so zu sehen. Außerdem... Kurz blickte die stellvertretende Dorfvorsteherin zu ihrem Vorgesetzten. Entschied sich jedoch bereits ohne seine direkte Zustimmung ein Zugeständnis zu machen. Außerdem wirst du in diesem Dorf immer willkommen sein. Sobald du deine Mission beendet hast, kannst du wieder herkommen. Das ist wahr. Dein Schicksal mag an einem anderen Ort liegen. Doch Schicksal muss nicht das gesamte Leben erfüllen. Wovon genau du ein Teil werden sollst, dies wirst du erst herausfinden müssen. Doch ich bin mir sicher, Terus hatte einen guten Grund, dich zu erwählen. Mehr als das. Ein bedeutungsvoller Blick Ilias folgte. Da kriegst du das Pokémon, welches mir zum ersten Mal von der Prophezeiung berichtete. Er wusste Bescheid, er war an der Wahl beteiligt. Und Darkrest ist im Prinzip eine Art sterblicher Weltengeist. Er gehört zu ihnen, auch wenn er nur ein Pokémon ist. Wenn er mir die Botschaft überbrachte, dann wird nicht nur Terus dich erwählt haben. Auch die anderen Weltengeister. Kurz zögerte der junge Krieger, dem auf einmal die Welt auf die Schultern gelegt wurde. Also, so wie ich das verstehe, habe ich nicht wirklich eine Wahl. Ich will nicht gehen und verstehe nicht, warum ich es muss, aber... Ich werde mich nicht dem Willen der Weltengeister widersetzen. Also breche ich dann wohl in einer Woche auf. Nicht einmal Ilya wusste wirklich, was sie nun sagen könnte. Deswegen entschied sich Kamerupt, dass für diesen Tag genügend Worte gefallen waren. Nun denn, es ist, denke ich, an der Zeit, zumindest noch einige Stunden Schlaf zu sammeln. Morgen steht wieder einiges bevor und heute war sehr aufregend. Still und wahrlich müde wollte Flamme bereits die Hütte verlassen, als die Stimme seiner Mutter ihn jedoch stoppte. Und was sage ich, Sakit? Der Tag ist zu kurz, als dass ich ihm die gesamte Geschichte erzählen könnte und...
Er ist nicht wirklich gut, auf seinen Sohn zu sprechen, verstehst du? Verständnisvoll nickte der Vorsteher. Du hast recht. Flamme, verbringe die Nacht hier. Morgen wird dann die Kriegerzeremonie stattfinden. Und das Dorf wird erfahren, wer du wirklich bist.